Und da bin ich auch schon wieder. Eine Aufnahme mache ich heute noch. Ich habe so etwas Wie gar wäre es nicht mit All erwartet. Hail to André, you are the High Da kannst Lord, du eh and nicht als in your Wahnsinn. great honor we drink and we Das war sing. Nee, keine das reimt große sich ja Überraschung. überhaupt nicht. Das ist gar nicht so einfach, das Man umzudichten auf weiß gar nicht, woher Holiness. Dreh man noch glauben kann. Hallo Bennett. Das habe ich leider Du nicht hast ganz verstanden. Crawlerplatten zum Verkaufen? Woher hat Moment, er das vielleicht an? Was Ich kann bin ich bei dir billiger. kaufen? Tja, Da hat er dann natürlich keine Crawlerplatten. von mir hatte das nicht. Dann Ich so. habe gehört, du hast Minecrawler-Platten im Das habe ich Angebot. vorher auch immer gesagt. Crawlerplatten? Da hast du richtig gehört. Hast du das denn schon wieder Allerdings her? sind die nicht im Angebot. Das Na, ist was doch denn nicht nun? mein Bietest du Ernst. sie zum Verkauf an oder nicht? Schon, meine Kleine. Das hast du nicht gewusst. Aber sie sind nicht im Okay, also ich habe Angebot. nicht drauf gehört. Das heißt, du zahlst für eine Platte Ich feinster hätte meine Minecrawler-Qualität eigenen 100 Goldstücke. Ich erzähle Bennett, dir ich doch nichts weiß, dass du mich Neues. nicht leiden kannst, aber das ist sogar für einen Hasspreis Wir zu haben dir viel. natürlich Bleib auf gesagt, dem dass du dich Teppich. nicht drauf verlassen Nö. Zahle kannst. oder verschwinde. Oh, ich zahle deinen Preis. Zeig mir, wie viele Platten du hast. Ja, erst mal Fall gucken, für wie viel heute ich überhaupt erledigt. brauche. Ich habe ja noch ein Mach's paar. gut. Noch mehr Ärger kann ich nicht Ich habe ja gebrauchen. noch ein paar. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Ja, doch, Neun, wir dann haben wieder brauche ich neue. drei. Hallo Bennett. 300 Was ist Öfen. denn schon immer sagen? Was kann ich bei dir kaufen? Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben Eins, soll. zwei, drei. Das ist doch Gerüstet gegen die klar. Orksplatte, ne? Der hätte noch einmal Man genug für darf eine doch nie komplette alles Rüstung glauben, des was man Sterblichen, wenn hört. man einfach. Glaubst du glaubst ich an mich? Sterbebonus Ich bin für alles, drei. was du sagst. Ich kann Werde das nicht ich nie glauben. brauchen eigentlich, also. Man weiß doch gar Geschicklichkeitsbonus nicht, dass das 10, alles. das nehme ich allerdings schon mal mit. Das war doch schon vorher klar. Wenn es gegen die Ork geht, Du kann hast ich also auf die früher auch Weise immer die gesagt. Trefferchance ein bisschen erhöhen. Das macht Das ist teuer meine Meinung, will allerdings. ja keiner hören. Gar nicht, dass das alles ist. Hab Immer ich. wieder was, meine Meinung. Mach's gut. Ich muss Mach's aber gut. mal ganz kräftig dazwischenhauen. Gut, dann haben wir hier wieder ein Stück erledigt. Ja, das Quest ist doch wahrscheinlich wunderbar. wieder zu. Wolf, jawohl. Sieben, Taverne. Hey. Die Folge werde ich dann die Crawler-Plattenrüstung nennen, Verdammt, voraussichtlich. was willst Ich du? habe hier die 12 Minecrawler-Platten. Bau mir die Rüstung. Warte, ich nehme nur noch mal Maß. Du willst mir doch nicht etwa an die Wäsche? Nein, ich wollte nur, War ein Scherz. Ich weiß, dass du Maß nehmen musst. Ich kann ja auch schätzen. Ich glaube, ich hab's. Komm dann morgen wieder. Nett. Okay. Mach's gut. Ach ja, jetzt kann ich ja auch die schwereren Diebstähle machen. Und wie heißt er gleich wieder? Achso, Man die ist ja weiß gar gar nicht nicht mehr mehr, hier. wem man noch glauben kann. Ich zum ersten Die Mal. ist ja gar nicht mehr hier. Das hätte er auch selbst wissen können. Das habe ich noch gar nicht Hab ich gewusst. eigentlich dich schon beklaut, Twilight? Was ist doch Hey, vorher klar. Wer hat Seebär! vorher gewusst? Zum ersten Mal. Das Mach's gut. Das habe ich schon vorher gesagt. klar. Nicht, du hast doch nicht gesagt. Das habe ich Da Ohne habe ich dass schon ich rede, beklaut, kann ich ihm der auch nicht Schwachkopf, damals was der sagen. war nicht allzu schwer. Hab auch Hallo dich. Elena. Was anderes gehört. Bis bald. Das war noch schon vorher klar. Das kann ja nicht ewig so Tja, weitergehen. dann muss ich. Ich habe so etwas. Wird sich das jemals ändern? Mal kurz zum Sonnenkreis, da komme ich Ja, am genau so, wie schnellsten du hin, sagst. wenn ich da hinten jetzt mal kurz den Steinkreis als Teleporter verwende. Eventuell kann ich mal kurz mit Udo quatschen. Wir haben doch jetzt diese Armee im Wald, ne? Apropos Armee im Wald, da könnte der Teleporter gefährlich Hey sein. Mann! Wegen der Welt da draußen. Wegen der Welt da draußen. Ja, was gibt's Neues? Nix. Mach's gut. Okay. Eigentlich schuldet mir der Bauer hier noch eine Belohnung, die ich nicht bekommen habe, weil der Hof zu dem Zeitpunkt noch nichts abgeworfen hatte. Aber jetzt. Gibt er mir vielleicht eine Brotzeit oder Hey sowas Mann! wieder? Und Wir tschüss. sehen uns.
Na gut. Ich mach die Rupe ganz schmutzig mit der Hopserei, das sollte ich mir echt abgewöhnen. Einmal. Wo ist denn der zweite? Hallo, Schalter! Da. Zweimal. Und den habe ich schon. Nee, das war kein Schalter, das war der Strohballen. Da ist er. Und nun können wir teleportieren. Ich habe ja gesagt, da ist eine Armee, das ist eventuell eine blöde Idee. Okay. Na gut, ihr habt euren Spaß gehabt. Gut, den muss ich erst wieder frei prügeln. Dann auf dem klassischen Weg Kloster. Sardas. Ich bin Sardas. Brauche ich jetzt eigentlich nicht. Das Kloster wäre nicht. Naja, oder. Ich bin ganz da. Taverne. Ich will Richtung Schwarzer Troll. Das ist ganz, ganz oben. Da laufe ich jetzt offscreen hin. Ich glaube, das ist für euch nicht sonderlich interessant, die Laufwege. Bis gleich. Puh, das war bis hierher ein Fußmarsch von 4 Minuten ungefähr. Jetzt sind wir aber gleich da. Mal kurz speichern. Und in diesen 4 Minuten hat sich absolut nichts ereignet. Thekla, grüß dich. Hallo, es wäre sehr schwierig, sie zu bestehen. Es müsste jetzt aber klappen. Geht's dir gut? Geht's dir gut in deiner neuen, alten Umgebung? Ach, Kleine, es könnte nicht besser sein. Der alte Brummkopf hier ist so aufmerksam wie in unseren ersten Jahren. Und das Leben in den Wäldern habe ich doch tatsächlich vermisst. Ich bin glücklich. Das freut mich. Pass auf dich auf. Pass auf dich auf. Jetzt muss ich noch mit dem alten Brummkopf reden. Der da drüben seine Kreise zieht. Hallo Grimbald. Ich grüße dich. Wie geht's? Wie geht's, großer Jäger? Mir geht es prächtig. Seitdem Thekla wieder an meiner Seite ist, fühle ich mich, als ob ich Drachen jagen könnte. Aber keine Angst. Ich werde sie nicht wieder um der Jagd willen verlassen. Das schwöre ich. Bei Innos. Na fein. Ich komme wieder. Gut. Wie weit sind wir denn vom nächsten Level ab? Ach, bloß schlappe 9000 Punkte. Ich meine, es gibt noch genug Punkte zu verdienen. Thekla habe ich gerade bemobst. Ich könnte mal eine Beute anschauen. Wir haben jetzt 1457. Mal gucken, was wir danach haben. Ein zerbrochener Meisterding, das ist noch Zukunftsmusik. Dann Pilztabak, dann Apfeltabak. Ich müsste doch noch mehr Beutel haben. Genau. Und ein Lederbeutel. Das war sicher auch noch nicht alles. Oder doch? Ja, offensichtlich habe ich alles andere in Bargeld geklaut. Naja, ungefähr 150 rund. Dann. Ihr habt hier nicht zufällig irgendwas, wo ich pennen könnte. So, dann übernachte ich meine Runde bei euch. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Dann zur Taverne. Und mal fragen, ob die Rüstung schon fertig ist. Hallo Wolf. Hast du die Crawler-Rüstung fertiggestellt? Ja. Und was für ein Kraftstück es geworden ist. Da habe ich mich wieder selbst übertroffen. Hier,
Zieh sie sofort über. Ich will sehen, ob sie dir passt. Sie passt wie angegossen. Was bekommst du für das gute Stück? Für dich 100 Goldmünzen und dein Abendessen. Schließlich warst du so eine Art weibliche Versuchsperson. Zahle, wann es dir passt. Am besten gleich. Wie läuft's denn so? Lief schon mal besser. Seitdem Bengas Hof abgebrannt ist, sitze ich hier wieder rum. Mann, das kotzt mich vielleicht an. Wenn du mal eine Sache hast, die ich für dich durchziehen kann, lass es mich wissen. Gut, ich würde dich gerne bezahlen. Nochmal ansprechen. Mach's gut. Geht jetzt offenbar nicht. Wir behalten die Rüstung gleich an, schauen uns mal ihre Werte an. Waffen 90 Geschosse, 90 Drachenfeuer, 35 Magie, 20. Also was Magie und Feuer betrifft, ist die Feuerrobe besser. Ist ja auch nicht wirklich verwunderlich. 60, 60, 40, 40. Ja, da stehen ja die Werte. Die Crawlerplatte würde demnach gar nicht von Magie schützen. Das heißt, der Schutz von Magie kommt von Konstantinos Spezialtrank. Also diese zwei Supertränke. Wir reden jetzt mit Rupert. Die Folge soll schließlich Crawlerplattenrüstung oder so ähnlich heißen. Also machen wir das jetzt, ziehen wir das jetzt durch. Hafenstadt. Aber gegen die Orks ist es natürlich prima. Und dann sprechen wir noch mit. Das ist ja interessant. Albrecht oder wie er heißt. Der hat auch noch was dazu zu sagen. Ich werde verrückt. Du bist tatsächlich an eine Crawler-Plattenrüstung gekommen. Komm doch mal näher. Na, weil du es bist. Dreh dich doch bitte mal um. Was soll das werden? Eine Modenschau? Das war doch schon vorher klar. Ach so. Es war genau so, wie du sagst. Ah ja, das ist interessant. Schlauer Bursche. Wenn das mal nicht Industriespionage ist. Ach, jetzt sei doch nicht so kleinlich. Ich will doch bloß erreichen, dass in Zukunft weniger Menschen von Wölfen gefressen werden. Natürlich. Und der Mond ist ein Käse. Na, dann will ich dich mal nicht weiter bei deiner Wohltäterei stören. Geh nur. Matteo wird begeistert sein, wenn ich ihm die erste Rüstung präsentiere. Tja, dann kannst du mal mit Bennett verhandeln und schauen. Ich hab da mal das wird dich 1200 Öcken kosten, nur für Rollerplatten. Ich hab gar nicht gewusst. Mach's gut. Meine Meinung. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß bei der Jagd nach meinen Knollern. Ist das wirklich wahr? Dann ja Albrecht, so wie gesagt. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich habe immer noch keine Probleme für. Keine Problemlösung für ich hab was anderes die gehört. Umdichtung des Lichts auf Corinus. Ich finde einfach nichts, was da Sinn macht. All Hail to Ulfric, you are the High King und. Ich grüße dich, Ritter. Lassen wir das. Sir, ich bin gerüstet. Ich bin gerüstet, um gegen die Orks anzutreten. Zeig mir endlich deine Tricks. So eine Rüstung habe ich ja noch nie gesehen. Sie scheint sehr stabil zu sein und eine Menge abzuhalten. Sie ist aus den Panzerplatten von Minecrawlern gearbeitet. Heiliger Argon, eine erstaunliche Sache. Ich bin aber hier, um mir deine Erfahrungen in den Kämpfen mit den Orks zu eigen zu machen, nicht um über Rüstungen zu debattieren. Du hast recht. Ich kann dir entweder beibringen, wie du im Nahkampf besser gegen die Orks bestehen kannst, oder wie du ihnen mit dem Bogen so richtig einheizt. Überlege dir gut, was du lernen willst. Ich habe keine Zeit, dir beide Techniken zu zeigen. Tja, das ist eine schwierige Frage. Im Nahkampf hätten wir es natürlich am dringendsten nötig, dass wir gut gegen die kämpfen. Andererseits habe ich gar nicht vor, die nah an mich ranzulassen, also entscheide ich mich mal für einen Zusatzschaden im Fernkampf. Bring mir bei, wie ich Orks effektiv aus der Ferne bekämpfen kann. Nun, einige Erfahrung hast du in dieser Hinsicht ja schon aufzuweisen. Was mir noch bleibt, ist zu sagen, dass man, wenn man mit dem Bogen Jagd auf Orks macht,
in jedem Fall die große Reichweite ausnutzen sollte. Ein Meister seines Faches schafft es, mehr als 10 Pfeile in der Minute auf ein sich bewegendes Ziel abzuschießen. Und mit 3 oder 4 Schüssen solltest du auch einen Ork schon ziemlich beeindruckt haben, sodass er leichte Beute für deine Klinge darstellt. Denn je größer deine Präzision und dein Geschick, desto größer ist natürlich auch die Durchschlagskraft deiner Pfeile. Und so ein voll durchgezogener Langbogen haut auch auf große Entfernung den stärksten Elite-Ork aus dem Sattel. Bildlich gesprochen. Reißt du mehrere Schwarzpelze an, dann achte darauf, dass dein Standpunkt außerhalb der Reichweite ihrer Schwerter und Äxte ist. Schon manch vorwitziger Bursche staunte das letzte Mal, als sich plötzlich der vermeintlich hilflose Ork mit gewagtem Sprung auf den Felsen oder das Hausdach zog und den Spieß umdrehte. Und nun geh da raus und mach aus ihnen gespickten Ork. Innos beschützt. Ordnung. Wir sehen uns. Das war ein, Vater. Du solltest an der Unität lernen. Das Spionagen, wirklich sind hier weiter im Hafen umhören oder in den Höhlen. Das mache ich jetzt noch schnell. Und dann, glaube ich, ist die Aufnahme voll. Wir schauen uns mal in der Höhle von hier aus gesehen in Blickrichtung um. Es kann sein, dass ich sogar noch, dass da unten sogar noch Orte sind, die ich letzte Mal noch nicht geschafft habe. Aber jetzt müsste ich eigentlich mit denen klarkommen. Also jetzt da rechts abbiegen. Und dann gucken wir mal, ob wieder irgendwas respawned ist. Die Snapper hier, die haben wir ja eigentlich schon erledigt, aber vielleicht gibt es wieder welche. Nee, sonst würde ich sie längst sehen mit dem Bogen. Die Jäger, die ignoriere ich jetzt mal, obwohl die haben vielleicht was zur Quest beizutragen. Mal sprechen mit euch. Hallo, du da. Wir sehen uns. Ja, klar und deutlich. Hey Jäger. Pass auf dich auf. Okay. Nichts, was mir in der Quest weiterhilft. Dann... Die Waldgeräusche sind ja stylisch. Ich halte mal kurz die Klappe, um das einzufangen. War's das schon? Okay. Ist das der einzige? Jetzt bin ich mal auf den Zusatzschaden gespannt. Nee, da ist noch einer, ein Ork-Elite, den muss ich zuerst ausschalten. Geduld. Ich glaube, ich mach mal den ersten Angriff mit einem Magni. Umziehen, bitte, jetzt. Auf den Zusatzstand bin ich entspannt. Oh ja, ganz passabel. Ja, ich glaube, die 5 Punkte zu investieren waren rentabel. Das hat neulich noch ganz anders ausgeschaut. Also Ork-Töter oder so wird das Skill wohl heißen, aber den sieht man hier nicht. Den kennt man von Gothic 3. Also Ork-Elite sind jetzt auch zu schaffen. Komm nur her, du. Einer. Wow. Gut, dann. Mal kurz heilen. Ich glaube, der steht ja jetzt gerade bloß immer rum.
Und dann machen wir den im Nahkampf platt. Schamanen mache ich am liebsten im Nahkampf, weil sie da ihren Feuerdings nicht einsetzen. Jetzt gucke ich immer, da ist mindestens eine Zulube, das weiß ich noch als Nacht des Raben. Rostiges Schwert. Gold sind 20 Gold. Mal kurz mal ein bisschen kreisen, ob es da noch irgendwo was gibt, das zufällig zu finden ist. Ich glaube, da ist eine, genau, Heilpflanze drin. Daran erinnere ich mich auch noch. Nee, hier gibt es sonst nichts. Dann wenden wir uns mal nach da drüben. Denn ich vermute mal, dass er die Höhle gemeint hat. Die ist auch in Hafennähe, also in relativer Hafennähe. Luftlinie mäßig. So mag ich das, wenn sie gar nicht erst in Waffenreichweite kommen. Schwere Ork-Axt. Dann bin ich hier wahrscheinlich falsch, wenn da Orks rumgammeln. Werden da hinten keine Schmuggler sein, aber ich gehe jetzt trotzdem mal hin. Vielleicht sind noch mehr Orks da. Also ich sehe gerade keine. Immer schön wachsam bleiben. Jetzt bist du dran. Doch, Spion. Na? Ork-Krieger. Der einzelne Ork-Krieger erschreckt mich nimmer. Mittlerweile kann ich es mir leisten, länger zu zielen, also näher rankommen zu lassen. Da ist nichts zu holen. Dann würde ich wetten, dass da hinten noch Elite-Orks sind. Mindestens einer oder ein Ork-Schamane. Zusammen, die scheinen sich verbündet zu haben. Ich mach dich fertig. Oh. Das hast du verdient, Miststück. Klarer Fall von Selbstüberschätzung. Gut. Dann werde ich das wohl im Nahkampf machen müssen. Kuckuck. Gut, kurz heilen. Die anderen haben gar nichts gemerkt, die Schwachköpfe. Ich habe jetzt gedacht, die kommen alle drei. Das wäre sicher interessant geworden. Kuckuck. Ui, der Hagel.
ziemlich heftige Waffe. Das hast du verdient, Miststück. Gut, dass ich gespeichert habe. Ich könnte das Skelett holen. Wenn ich jetzt da nicht anders klarkomme, mache ich das auch. Das hast du verdient, Miststück. Na gut, dann. Auf den Null. Alles gibt's ja. Schade, dass er nicht. Mehr Menschenfleisch. Dann mach mal deinen Job da. Okay. Die Machete, die muss ich euch mal zeigen. Die habe ich, die kenne ich nämlich, die Waffe. Hat einer eine Spirale bei sich, das muss ich lesen. Aber erstmal heilen. Die Machete zeige ich euch mal kurz. Die macht 100 Schaden. Ja, das Ding kenne ich schon. Den Skin kenne ich schon, wenn er mir entgegenkommt. Also die ist echt schlimm. Habt ihr gesehen, wie die reinhaut? Dann, Windhose. Könnte lustig sein. 9. Bisschen knapp. Okay. Hier waren wir ja schon mal, allerdings waren da keine Gegner zu dem Zeitpunkt. Mein Pfeil. Dann stopp, den Brief lesen. Hat einer der Spione bei sich? Warum kommen keine Anweisungen mehr? Meine Leute sind verunsichert. Lange kann ich sie nicht mehr beschwichtigen. In der Stadt ist alles ruhig. Miliz und Ritter zeigen keine Anzeichen von erhöhter Aufmerksamkeit. Unsere pelzigen und schuppigen Verbündeten können jederzeit losschlagen. Die Ostmauer ist an einigen Stellen so niedrig, dass wir mit Hilfe von Leitern ohne weiteres in das Herz der Stadt vordringen können. Gebt Bescheid, wann mit dem Angriff zu rechnen ist. Hinter liegt die Antwort diesmal beim Baum an der Seeseite. R. wird sie dort abholen und zum Treff bringen. P. Das wird Lord André interessieren, oder? Nee, oder? Zu Wolfgang muss ich. Dann zur Hafenstadt. Where the children of Korean mustn't fight for our lives. Das könnte man lassen. In meiner bescheidenen Eigenschaft als Herold seiner Gnaden, Lord André, Guten Tag. Ich habe dieses Schreiben gehört. Dieses Schreiben habe ich dem Gesindel mutmaßlicher Spione abgenommen. Sie lungerten tatsächlich in einer Höhle vor der Stadt herum.
Gut gemacht. Damit können wir Ihnen eine Falle stellen. Wir werden eine Antwort formulieren und Sie am angegebenen Standort hinterlegen. Uns bleibt nur herauszufinden, wo dieser Baum ist. Ich sollte in einer Stunde eine Antwort parat haben. Hast du das? Nee. Wir sehen uns. Tja, was mache ich denn in einer Stunde hier in der Stadt? Dummes Gesicht, guten Eindruck, oder? Habe ich noch was anderes gerüstet gegen die Orks? Das, warte mal. Noch 5000 Punkte für den Level ab. Wir sind Stunde 22. Das Zier der Uhr, Unmenschen, Begierschreine. Kiste. Ja, ich verkaufe jetzt einfach mal ein paar Sachen und lauf dann wieder zurück. In meiner bescheidenen Eigenschaft als Herold seiner Gnade. Oh, das ist meine Abkürzung, ha? Da hat sich mein Sprung gelohnt. Und da sind wir auch schon. Fenja. Sei gegrüßt, Händlerin. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Dann kriegst du wieder ein paar Schrottwaffen von mir. Optisches Kriegsschwert bringt nicht viel, aber das bringt ordentlich was. Schwere Orkaxt, Schiffsaxt, leichte Orkaxt, Degen, rostiges Schwert. Dann sind wir wieder bei 2033 Gold. Das ist doch nicht schlecht. Da könnte ich mir eigentlich wieder einen LP-Trank leisten. Mal wieder. Mit Taschendiebstahl kann ich jetzt auch mehr Taschendiebstähle machen. Die Krallen weg. Ach komm, ich weiß ja, wo sie sind. Sollte ich eins zurückkaufen müssen, dann muss ich halt eins zurückkaufen. Dann. Ja, mehr habe ich momentan nicht zu verkaufen. Runensteine brauche ich eigentlich auch nicht mal so viel. Ich heb mal 3 auf. 2. Und. Wir sehen uns. Ich könnte höchstens noch einen Lichtzauber machen und einen Schlafzauber. Das überlege ich mir aber noch. Das brauche ich eigentlich nicht wirklich. 24. So, da. So. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.